Zurück vom ersten Weltcup von der Winterleiten, jetzt da im Quartier der österreichischen Mannschaft. Wir begrüßen Dina Unterberger und die Michelle Diebold, die was heute sehr erfolgreich waren mit Platz 3 und 4. Dina, wie ist für dich der erste Weltcup verlaufen? Ja, Gott sei Dank ist jetzt endlich angegangen die neue Saison. Wir haben ja ein bisschen Verspätung gehabt, Verzögerung. Umso glücklicher bin ich eigentlich mit dem Ergebnis. Das erste Weltcuprennen ist ein bisschen schwierig, man weiß nicht so genau, wo man umgeht, und mit dem Stockerl kann man gut in die Saison starten. Du bist ja nach dem ersten Lauf auf Platz 2 gelegen. Was war los im zweiten Wertungslauf? Ja, im ersten Wertungslauf war ich wirklich gut unterwegs, im zweiten sind mir dann die Hupfer ein bisschen zum Verhängnis geworden. Die Fahrt an sich war eigentlich wirklich nicht berauschend. Umso besser die Zeit. Ich habe eigentlich geglaubt, ich werde jetzt Fünfte oder so. Dass dann trotzdem nur der Zweier im Ziel aufgereicht hat und so mit der Stockerl für mich ausgeschaut hat, freut mich mega. Man muss auch bedenken, dass du jetzt stark verkühlt gewesen bist. Mhm. Letzte Woche beim Trainingskurs, da hast du überhaupt nicht gut geklungen. Ich glaube, da kannst du wirklich zufrieden sein mit dem dritten Platz. Ja, auf jeden Fall. Ich durfte mich über Weihnachten bei meinen Neffen angesteckt haben. Also das war ein nettes Geschenk von einer, aber es hat sich dann doch so weit entwickelt, dass es gut gegangen ist heute. Und die Nase ist auch wieder frei, und für morgen, für den Teambewerb, wird das sicher eine spannende Geschichte. Michelle Diebold, starke Vierte. Du hast immerhin die Grand Dame des Naturbahnrodeln abgehängt, die Russin Ekaterina Lavrentieva. Wie bist du zufrieden mit dem Rennen? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Rennen. Ein vierter Platz gleich beim Weltcup-Auftakt, da kann man durchaus darauf aufbauen. Und vor allem nach dem ersten Lauf war ich ein Fünfter, und das ist halt schon, da man will weiter fahren, das war möglich, und ich habe mir einfach gedacht, ja passt, fast noch mehr runter. Und es ist sich dann im Ziel ausgegangen, nachdem die Kattel ein paar Fehler gemacht hat, dass ich doch noch einen Platz gut machen habe können. Nach die Trainingslauf bist du, glaube ich, auf Platz 3 gelegen, zweimal, aber trotzdem kannst du, glaube ich, im Platz 4 sehr zufrieden sein. Ja, nein, auf jeden Fall, die Konkurrenz schläft nicht, und der hat das Training halt einfach mal zum Bahnbesichtigen genutzt, und von dem her, nein, der vierte Platz passt sehr gut. Ihr seid ja Zimmerkolleginnen schon seit sehr langer Zeit. Schmerzt es, wenn die Zimmerkollegin einen Platz vor dir platziert ist, oder kannst du damit gut umgehen? Ja, natürlich, wenn sie jetzt da vielleicht noch ein bisschen mehr Fehler gemacht hat, wäre es mir auch recht gewesen. Aber nein, ich freue mich sehr für die Dina, dass sie das gemacht hat, den dritten Platz. Fürs Zimmer ist das eine Top-Leistung, und die einzige Chance ist, sie hat die Fernbedienung. Für die nächste Woche, bis zum nächsten Rennen. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist wirklich wichtig, und vor allem ist es das Recht des Älteren, oder der Älteren in meinem Fall. Weiter geht's nächste Woche mit der Doppelveranstaltung im Passaiertal auf einer Heimbahn der Italienerinnen, der sehr starken Italienerinnen. Beginnend mit einem normalen Weltcup und dann mit einem Verfolger. Dina, was erwartest du da? Ja, Passaier an sich für mich eine schwere Bahn, weil eben Höhle des Löwen, Heimstrecke von der Evelyn Landtal, also da ist sie sowieso unbiegbar, scheint sie. Aber so wie wir jetzt trainiert haben, scheint es eigentlich nicht so schlecht zu laufen. Das Material dürfte in die richtige Richtung zeigen. Jetzt liegt es eigentlich eh nur mehr an uns, dass wir das Beste draus machen. Aber es wird sich zeigen am Wochenende. Ich glaube auch, ja. Vor allem die Trainingsleistungen der Österreicher auf der Bahn, die waren ja sehr stark. Und ja, ich habe es da mit den Herren einen guten Vergleich. Und da seid ihr wirklich stark gewesen. Ich glaube, auch die Michelle kann da mit Zuversicht in das nächste Wochenende starten. Oder wie siehst du? Ja, nein, ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich wie die Dina. Es wird an uns liegen, ob wir es runterbringen oder nicht. Die Evelyn ist nochmal stark auf der Bahn. Das wird, ja, da werden wir nicht dran vorbeikommen, aber wir werden unser Bestes geben, und ich glaube, es schaut ganz gut aus. Dann hoffen wir das Beste, und wir wünschen euch viel Glück. Danke, und ein gutes nächstes Jahr.